Minecraft Hardcore. Deine eigene Welt mit unendlich vielen Möglichkeiten, sie zu gestalten. Du baust dir dein eigenes Imperium auf und erreichst deine eigenen Erfolge. Doch es gibt bloß eine Regel. Stirbst du, ist alles weg. Alles, was du dir bis dahin aufgebaut hast, wird gelöscht. Klingt aber eigentlich sehr vielversprechend. Deswegen habe ich mir gedacht, werde ich versuchen, 30 Tage im Minecraft Hardcore zu überleben. Ja, es ist noch nicht so viel, aber es soll doch erst der Anfang sein. Ich werde versuchen, so lange wie es geht im Minecraft Hardcore zu überleben und das Ganze in einer Videoserie festhalten. Ich will in den ersten 50 Tagen in Minecraft Hardcore in meiner Welt den Enderdrachen besiegen. Was danach passiert, müssen wir dann gucken, ob es der Wither ist oder sonst was. Ich werde euch die Highlights von jedem Tag zusammenstellen und alles genau dokumentieren und hoffentlich dann auch nicht sterben. Schreibt mir in die Kommentare, was ich unbedingt in meiner Hardcore-Welt als nächstes machen soll, was ich bauen soll, was ich erreichen soll oder sonst eine Idee. Die besten Ideen werde ich nämlich im nächsten Video einblenden. Mein Ziel für die ersten 30 Tage sind es auf jeden Fall, Fuldia zu bekommen, mir ein Haus zu bauen und ich würde sagen, wir gehen direkt rein ins Video. Als erstes jedoch musste ich erstmal meine Minecraft-Welt erstellen. Ich nannte sie Minecraft Hardcore Projekt, stellte den Hardcore-Modus ein und rein ging's ins Spiel. Als die Welt generiert hatte, spawnte ich auf einer grünen Wiese und somit begann für mich Tag 1. Ich habe das Ganze mit dem Shader gespielt, weil ich das einfach deutlich ästhetischer fand, baute erstmal Holz ab und besorgte mir erstmal meine grundlegenden Werkzeuge. Ich machte mir ganz normale Steinsachen und sammelte direkt etwas Essen ein, denn in dem Hardcore-Modus verliert man schnell an Essen und dementsprechend habe ich mich direkt mal komplett damit eingedeckt. Als nächstes sah ich ein bisschen Zuckerrohr im Sumpfbiom und nahm auch das mit, weil das bräuchte ich später auf jeden Fall noch für den Zaubertisch oder den Level 30er Zaubertisch. Es waren nicht nur 5 oder 6, sondern ich habe nachher auch wirklich fast einen halben Stack gefunden, lief dann ein wenig weiter und entdeckte dann auch die erste Schlucht. Das machte mir auf jeden Fall alles einfacher, denn somit konnte ich schnell an Kohle und auch an Eisen kommen. Ich hatte ein bisschen Schiss, dass ich da aufs Maul fliege, aber es ist nochmal alles gut gegangen. Ja, ich weiß, das Ganze sieht ein bisschen komisch aus, weil in der 1.17 hat man nicht mehr Eisenerz, sondern so eine komischen Nuggets oder was das ist. Und machte mir erstmal eine Eisenpickaxe und meinen ersten Brustpanzer. Ich habe auf jeden Fall bis zum Abend hin noch ein wenig Eisen gefarmt, mir ein bisschen Essen gebraten und mich dann auch schnell schlafen gelegt, denn der Creeper lauerte schon auf mich. Übrigens, abends habe ich dann immer ohne Shader gespielt, weil das Ganze einfach sonst zu dunkel gewesen wäre. Am Tag 2 habe ich mir direkt meine restliche Eisenrüstung gemacht und begann mich dann mit Full Iron auf den Grund der Map, beziehungsweise bin erstmal in die Unterwelt gegangen. Ich suchte wirklich lange nach Diamanten, war aber sehr erfolglos. Ich fand zwar mal da Kohle, mal da Eisen, Redstone und auch Gold, was auch späterhin auf jeden Fall wichtig sein wird, aber das, was ich finden wollte, war nicht da. Ich fand aber diese neuen Kristallkugeln in dem Erdgebiet und die sahen auch echt schön aus, brachte mir jedoch nicht. Außerdem fand ich diesen neuen Tintenfisch. Dann fand ich auch endlich Diamanten. Ich dachte am Anfang, das Spiel will mich verarschen, weil ich nur einen Diamanten gesehen hatte, aber letztendlich stellte sich heraus, dass es ganze 3 Diamanten waren. Was für euch vielleicht schnell wirkt, war aber gar nicht schnell, denn ich brauchte 1200 abgebaute Blöcke, bis ich meine Diamanten bekam, was wirklich eine Menge ist. Aber von da an lief alles wie automatisiert. Ich bekam Diamanten über Diamanten, na okay, so viele waren es jetzt doch nicht. Aber es waren schon ein paar, also so, dass ich auf jeden Fall schon gut zufrieden war mit meiner Ausbeute. Circa 4-5 Mal ungefähr habe ich Diamanten gefunden und machte mich dann auf den Weg zur Oberwelt. Ich suchte dann nach mein Zuhause und ich muss ehrlich sagen, dadurch, dass ich ja lange überleben will, bin ich wirklich wählerisch gewesen. Ich bin von Tag 4 bis 6 komplett nur gereist, denn ich wollte was haben, was mich langfristig auf jeden Fall glücklich macht. Etwas, was wirklich mir auch beim Tag 500 noch schön anzusehen wäre. Also reiste ich und reiste ich und an Tag 6 passierte das Unmögliche. Ich fand wirklich ein Mushroom-Biom. Also für die Leute, die es nicht wissen, es ist ein sehr seltenes Biom und nur da sind zum Beispiel auch Pilzkühe zu finden. Es war wirklich sehr schön da, als ich anlegte und habe mich auch direkt niedergelassen. Ich wusste, das wird auf lange Zeit mein Zuhause sein. Ich baute noch ein wenig Holz ab für zukünftige Bauprojekte, kämpfte noch gegen ein paar Zombies und somit ging auch Tag 6 zu Ende. Anfang von Tag 7 machte ich mich daran, ein paar Weizensamen zu finden, damit ich auch trotz Pilzkuh mir ein Feld erstellen konnte. Ich weiß, ich hatte natürlich unendlich Suppen mit meinen Pilzkühen, aber ich wollte trotzdem mir noch ein Weizenfeld erschaffen. Auf jeden Fall war bloß ein Problem, dass ich mit diesem kompletten Mushroom-Boden konnte ich nichts bearbeiten, beziehungsweise nichts anpflanzen und musste dementsprechend Dirt dahinsetzen und das anpflanzen. Ich pflanzte alles, was ich hatte, pflanzte ich auf diesem Feld an, craftete mir dann noch ein paar Zäune und errichtete das erste Gehege für die Pilzkühe.
Währenddessen hatte ich noch ein bisschen Besuch, aber der Typ war ein kompletter Scammer und dementsprechend auch sehr irrelevant. Ich baute noch ein wenig Holz ab, denn mein zukünftiges Haus sollte aus Fichtenholz entstehen. Jetzt war aber die erste schwierige Entscheidung für mich, da ich nicht wusste, ob ich ein Survival-Haus bauen sollte, was klein, minimalistisch und effektiv ist, oder etwas, was wirklich langfristig auch ästhetisch ist. Doch dann habe ich überlegt, ich möchte wirklich eine richtige Serie daraus machen und wirklich lange überleben in diesem Projekt und dementsprechend entschloss ich mich, ein sehr schönes Haus zu bauen. Der einzige Nachteil ist, dass das Ganze eine Menge Zeit mit sich mitbringt und eine Menge von diesen Tagen schlucken würde. Das heißt, ich müsste meine Planänderung auf jeden Fall direkt vornehmen. Ich baute also von Tag 8 bis Tag 22 dieses Haus. Also wirklich sehr, sehr lange. Aber das sollte es wert sein. Wenn ich sage, ich möchte wirklich ein schönes Haus haben, dann baue ich auch ein schönes Haus. Ich muss aber dazu ehrlich gestehen, ich habe mich ein wenig inspirieren lassen von ein paar Reddit-Posts, damit ich wirklich eine grundlegende Ahnung hatte, was das für ein Haus sein sollte. Das wirklich zeitfressende Projekt daran war allerdings nicht, das Haus zu bauen, sondern weil ich mich ständig verschätzt habe mit den Baumaterialien. Denn ich hatte immer zu wenig und musste immer von meiner Mushroom-Insel runter, um auf Festland zu kommen und da weiter Materialien zu holen. Dementsprechend war das sehr, sehr zeitaufwendig. Denn wie ihr hier seht, ich musste auch das ganze Fichtenholz schälen mit meiner Axt und dann wieder abbauen. Das war auch wirklich nervig. Aber ich musste wirklich sagen, ich bin sehr zufrieden, dass ich das gemacht habe. Ab und zu war es halt nervig, dass ich aufs Festland gegangen bin und dementsprechend Sachen wie zum Beispiel Sand abgebaut habe. Dann musste ich natürlich wieder zurück, das Ganze schmelzen, um dann daraus meine Fenster bauen zu können. Denn ich hatte wirklich viele Fenster in dem Haus. Aber was soll ich sagen, die Aussicht von dem Haus könnte auch schlechter sein. Auf jeden Fall habe ich dann erstmal gedacht, ich baue ein paar Pfeiler, weil ich möchte wirklich einen großen Balkon haben, weil ich das einfach relativ schön finde und ich extra auf einen kleinen Hügel gebaut hatte. Dann machte ich mich an diese unzählig tausenden Fenster ran. Und ich fand es aber eigentlich ganz gut, weil somit habe ich weniger Wände, die ich dekorieren muss, weil das Haus wird schon groß genug für das erste Haus in der Hardcore-Player-Welt. Denn ich entschied mich nämlich, auch ein zweistöckiges Haus zu bauen und dementsprechend doppelt so viel Platz. Und ich wusste auch gar nicht, wie ich dieses Haus dann dekorieren soll. Aber wie ich in Zukunft erfahren muss, habe ich auch erstmal gar keinen Kopf und wirklich gar keine Zeit dafür. Denn ich habe einen strikten Plan, den ich einhalten möchte. Denn Tag 50 ist der Enderdrache fällig. Also, hoffe ich. Auf jeden Fall deckte ich erstmal alles ab und machte die erste Decke zum ersten Geschoss und machte mich dann daran, das nächste Geschoss zu bauen. Ich muss sagen, ich habe schon einige Häuser gebaut, auch im Survival und auch im Creative, und es ist wirklich nochmal was anderes, das Ganze im Hardcore zu machen. Weil jede Reise, die du machst, um irgendwie Materialien zu holen, könnte halt deine letzte sein. Und ich, der noch mit Full Iron rumläuft, könnte auch mit einem Creeper direkt tot sein. Wenn ich hier so das Videomaterial angucke, verstehe ich selber nicht, warum ich bis dato noch kein Schild habe, was mir aber auch gerade nur im Schnitt aufgefallen ist. Auf jeden Fall deckte ich dann das zweite Geschoss ebenfalls ab und musste mich dann auch ans Dach machen. Für die Leute, die vielleicht meine Baututorials gesehen haben, ich bin nicht so der beste Dachbauer, aber ich bin eigentlich mit dem, was ich gemacht habe, ganz zufrieden. Es gibt jedoch auch bessere Dächer, definitiv. Das einzige Problem an diesem Dach war, was nicht ganz so einfach war, und zwar, dass es ein Kreuzdach war. Das bedeutet also, die Ziegel gehen nicht in eine Richtung, sondern in zwei. Das bedeutet also, es gibt zwei anders verlaufende Dächer, die sich schneiden müssen. Und diesen Schnittpunkt muss sich relativ ästhetisch gestalten. Es hört sich also komplizierter an, als es eigentlich ist, aber auf jeden Fall habe ich mich da ein bisschen blöd angestellt. Aber wenn ich hier so sehe, wie ich auf diesem Dach lang entlange, muss ich sagen, ist es auf jeden Fall eine Heimat, die mich langfristig glücklich machen wird. Die Berge, die Täler, es sieht schon alles sehr, sehr schön aus. Und ich habe auch vor, da eine sehr, sehr schöne Stadt zu bauen. Ich denke, da oben wäre auf jeden Fall noch Platz für so einen Dachboden, aber dafür habe ich jetzt gar keine Zeit. Ich baute aber auf jeden Fall noch einen Schornstein, den ich mit so einem Lagerfeuer gemacht hatte und mit ein paar Trapdoors drumherum. Einfach ein bisschen fürs Auge, ihr wisst ja selber, ne? War dann auch relativ zufrieden damit. Als nächstes machte ich mich an den Balkon, denn der ging fast komplett um das Haus herum und ich erweiterte ihn ein wenig und stützte ihn danach auch mit diesen Pfeilern, die ich unten noch ran platziert habe. Ist auch ein bisschen was mit Logik und so, weil die müssen diesen riesen Balkon ja auch erstmal stützen. Auf jeden Fall wollte ich noch ein bisschen was fürs Grüne machen und dementsprechend habe ich mir noch ein paar Blätter gesammelt und die auch außen ans Haus ran dekoriert. Es war nicht ganz so einfach, das Ganze zu dekorieren, aber ich habe mir definitiv Mühe gegeben und das Endresultat war auch auf jeden Fall, ja, in Ordnung, würde ich sagen. Nicht so einfach, auch vor allen Dingen diese riesen Wände noch irgendwie zu dekorieren. Und die Art, wie das Haus gebaut war, stellte auf jeden Fall meine Kreativität an ihre Grenzen. Ich errichtete noch so einen halben Naturweg, pflanzte da noch ein paar Kunstbäume an
Und eigentlich war ich dann am Tag 22 auch fertig. Ich machte dann so einen kleinen Show-Off bei Tag 22, um euch dann einfach mal zu zeigen, wie das Ganze so aussieht. Und natürlich habe ich das Ganze nicht im Creative-Modus gemacht, denn wie ihr seht, hatte ich nur die Möglichkeiten, die mir eben Minecraft Hardcore bietet. Und zwar habe ich mich da einfach hochgebaut. Was ich euch gar nicht erzählt habe, ich habe nebenbei nämlich noch meine Kuhfarm weitergemacht und auch mein Feld erweitert. Aber das war jetzt auch nicht primär so wichtig. Auf jeden Fall ging ich dann direkt unter die Erde und fand auch direkt Dias und nochmal Dias, obwohl ich das eigentlich gar nicht haben wollte. Natürlich habe ich auch ganz viele Erze immer gefunden bei den Minen, aber das brauche ich euch nicht zeigen, weil das interessiert keine Sau. Auf der Suche nach Obsidian, denn ich brauchte was für das Netherportal in der Zukunft und auch für den Enchanting Table. Der war mir aber nicht so wichtig, denn ich habe einen anderen Plan gehabt, um den Enderdrachen zu töten, den werdet ihr aber gleich erfahren. Als ich dann genügend hatte, bin ich auch wieder an die Oberfläche gegangen und machte mir dann erstmal Diamantrüstung. Und natürlich auch ein Diamantschwert und diesen Zaubertisch. Mit dem Zaubertisch, keine Sorge, verzauberte ich aber nicht meine Diamantsachen, sondern erstmal meine Eisensachen. Denn mit den Diamantsachen hatte ich was anderes vor. Denn von Tag 24 bis 26 brach ich auf, nachdem ich mir ein wenig Nahrung aus meinem Tiergehege geholt habe. Ich machte mir nämlich ein Altar und für die Experten unter euch, ihr wisst direkt, was das zu bedeuten hat. Ich war auf der Suche nach einem Villagerdorf. Denn ich brauchte diesen Altar für einen bestimmten Villagerberuf, der es mir möglich macht, verzauberte Bücher meiner Wahl praktisch zu bekommen. Ich brauchte ca. 1,5 Tage, bis ich ein Dorf gefunden habe, was eigentlich relativ wenig noch ist, würde ich sagen. Und ich baute auch direkt einen Villager ein, stellte den Altar neben ihm, damit er mir eben diese Angebote machen kann. Ich kann also die ganze Zeit den Altar abbauen und wieder hinstellen, bis er mir das Buch gibt, was ich gerne möchte. Auch wenn das ein bisschen nervig ist, aber es ist es wert. Nebenbei musste ich aber nachdenken, wie komme ich an Emeralds, und somit kam der Fletcher ins Spiel. Der macht es nämlich möglich, mit 32 Stöckern mir einen Emerald zu geben, und das ist natürlich eine sehr, sehr einfache Quelle, um an Emerald zu kommen. Also habe ich ganz viel Holz gefarmt und das Ganze in Emeralds umgetauscht. Bis ich dann genügend hatte, um mir Protection 3 Bücher zu kaufen. Da ich aber 4 Stück an der Zahl brauchte, habe ich ganz viel Holz gefarmt, getradet und hatte dann meine 4 Protection 3 Bücher. Allerdings brauchte ich noch etwas für Schwert. Ich suchte nach ein gutes Sharpness-Buch, fand aber Protection 4, was mich ein bisschen sauer gemacht hat. Aber nach einem ganzen Tag fand ich auch endlich Sharpness 4. Ich machte mich also wieder auf den Weg und reiste am Tag 29 zurück. Da ich wusste, wo es lang geht, bin ich dann auch am Tag 30 darauf direkt auch zu Hause angekommen. Als ich dann da war, packte ich meine letzten Sachen zusammen und zog vollständig ins neue Haus ein. Am Abend fütterte ich nochmal meine Kühe und somit ging auch lebendig, zumindest noch, der letzte Tag, und zwar Tag 30, zu Ende. Ich denke, jeder von euch weiß, was mir jetzt bevorsteht. Der Nether steht im nächsten Video bevor und das ist wirklich die erste wirklich gefährliche Hürde, die ich zu meistern habe. Es gibt hunderte Möglichkeiten, wie ich da sterben kann, und danach brauche ich immer noch genügend Zeit, um alles vorzubereiten, damit ich den Enderdrachen bei Tag 50 töten kann. Ob ich das schaffe oder ob ich vorher scheitere, das werden wir erst im nächsten Video erfahren. Also seid gespannt, bei 100 Likes gibt es sofort den zweiten Teil. Schreibt mir wie gesagt in die Kommentare, was ich unbedingt in meiner Minecraft Hardcore Player Welt noch alles errichten soll und schaffen soll. Lasst ein Abo da, um das nicht zu verpassen. Und jetzt würde ich euch noch einen sehr angenehmen Tag wünschen und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.